Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Run Array Teen Challenge. Wir waren in der letzten Folge ein bisschen mit Lea in Windenburg unterwegs. Und jetzt möchte ich doch mal schauen, wie es Moritz und Rachel so geht. Oh, Moritz geht es gar nicht so gut. Du kannst ja jetzt erstmal auffuttern. Und was macht Rachel? Rachel möchte anscheinend mit Moritz plaudern. Ist das richtig? Umarmen. Ja, Rachel, das ist ganz süß. Aber wie wäre es denn, wenn du mal wieder ein bisschen was malst? Landschaftsgemälde nach Vorlage. Pop-Art. Ja, wir könnten mal wieder ein großes Pop-Art-Gemälde malen. Da habe ich gerade Lust drauf. Du brauchst dir keinen Kaffee machen, Lea. Warum tust du das? Du kannst von mir aus zur Toilette gehen und dann noch ganz schnell was futtern. Personal einstellen. Nein, haben wir denn noch was? Nein, wir haben nichts mehr. Och Gottchen. Ja, gut, vielleicht schicke ich sie dann tatsächlich direkt ins Bett. Das wäre auch in Ordnung. Moritz möchte jetzt Nachrichten schauen. Moritz... Du hast wenig Spaß. Nee, Moritz, weißt du was? Du solltest duschen gehen, beziehungsweise... Ach, die Badewanne ist ja dreckig. Okay. Dann, genau, warten wir, bis die Lea da aus dem Badezimmer wiederkommt und dann kannst du duschen gehen. Ich hoffe, das führt jetzt hier nicht zu Komplikationen. Nein, Lea geht raus. Und dann würde ich sagen, Madame, was hast du vor? Oh, Ben ruft an. Was? Ich habe gehört, dass du dich mit Mark Jefferson angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, natürlich ist er ziemlich cool. Warum willst du in den Whirlpool? Du willst da ein Nickerchen machen. Ach, Lea. Ach, Lea, warum denn? Sofort wieder kokett. Ja, ich finde das schon okay. Rein theoretisch hätte sie jetzt auch schlafen gehen können, aber komm, passt schon. Ach, schön. Und in einer halben Stunde kommt hier auch schon die Chloe wieder. Und du gehst dann duschen. Ich bin dann dafür, dass Moritz vielleicht mal direkt schlafen geht. Der braucht dann gar nicht viel plaudern. Ich mache erstmal die Anlage wieder aus. Warum ist sie eigentlich immer an? Das ist unfassbar. Du kannst schlafen gehen. Und Color Creep, oh, läuft ja ganz traurig rum, die Arme. Ich überlege gerade, je nachdem, wie es Rachel und auch Chloe gleich geht, ob wir mit den beiden vielleicht immer nach Windenburg gehen und da die Nachtclubs erkunden. Das fände ich total witzig. So zwei Omis. Ja, so zwei Omis. So an Sammler verkaufen. Ja, verkaufst du das noch eben? Das ist schön. So, Hunger. Oh, Budgetkürzung. Mitten in einem wichtigen Fall wird der Agentur der Geldhahn abgedreht. Die Abteilung von Chloe wird vorübergehend nicht mehr finanziert. Sie kann ohne Bezahlung weiter an dem Fall arbeiten oder die Arbeit wie alle anderen auch ruhen lassen. Allerdings könnte ihr Zielobjekt dabei entkommen. Nee, arbeite mal bitte weiter, Chloe. Hey, was soll sie denn sonst mit sich anfangen? Chloe verfolgt ihr Zielobjekt hartnäckig weiter, bis es einen Fehler begeht und Chloe ihm Handschellen anlegen kann. Doch leider ist niemand in der Agentur, der den Verhafteten übernehmen könnte. Das ist halb so wild. Hauptsache, du hast gute Arbeit geleistet. Madame, du hast ein bisschen Hunger. Ja, ich weiß nicht. Ich bin dafür, dass du vielleicht mal einen Kaffee trinkst. Und dann gehen wir wirklich nach Windenburg. Ich meine, da hat sie ein bisschen Spaß. Vielleicht kann sie was essen, je nachdem, wo wir hingehen. Nicht wahr, Rachel? Was hast du vor? Du wolltest bestimmt... Wer ist denn hier? Ach, die Honey und die Sam Peters. Ja, cool. Das ist schön, das gefällt mir. So, ich lasse Chloe jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Kaffee trinken und dann schauen wir mal. Du kannst erstmal dein Outfit ändern. Von mir aus kannst du... Ja, was ziehen wir denn jetzt an? Wir könnten natürlich die Partykleidung anziehen, ne? Passt mal auf, das machen wir auch. Rachel, zieh auch mal deine Partykleidung an. Und dann... Ach, wie geil das aussieht. Wie geil das aussieht für so eine Omi. Ach, süß. So, wo haben wir denn bei dir Partykleidung? Da ist sie doch. Ach, wie... Geil, vor allem, ihr seid ja im Partnerlook. Naja, fast, ne? Ja, cool. Rachel ist noch total krass geschminkt. Aber es ist süß. Ich lasse Chloe jetzt echt erstmal ihren Kaffee austrinken. Sie muss auch zur Toilette, das können wir dann alles da erledigen. Rachel geht es soweit gut. Ja, ihr zwei, dann seid doch mal ein bisschen süß zueinander. In euren gleichen Outfits. War passa. Bissig musma Florie. Ja, ja, ja. Ich fände das so witzig, wenn wir vielleicht mit anderen Senioren eine Gruppe gründen könnten, fesselnde Geschichte erzählen. Och, ja, Chloe muss so langsam mal zur Toilette. Warum bist du angespannt? Braucht dringend Urlaub. Ja, nee, Chloe, weißt du was? Du gehst jetzt mal ganz fix hier zur Toilette. Rachel, was hast du vor? Das Aquarium anschauen. Nee, ich bin dafür, dass Chloe jetzt eben ganz schnell zur Toilette geht. Und dann machen wir ein bisschen Party. Während die beiden Kinder... Ah, du gehst ins Bett. Sehr schön. Während die beiden Kinder zu Hause im Bett sind... Was macht die Kuhpflanze? Bietet kein Stück Kuchen an. Okay. Und du schaust dir wie immer gerne das Aquarium an. Okay, hast du den Kaffee denn jetzt... Ja, den hast du ausgetrunken. Was?
Spülen. Ach ja, das ist sehr gut, dass du auch spülst, Chloe. Und du bist müde, aber du gehst nicht ins Bett. Nein, wir gehen woanders hin. Ich habe jetzt Lust, noch irgendwo hinzugehen. Ich habe so die Befürchtung, dass sie ihren Kaffee nicht wirklich ausgetrunken hat. Sonst wäre sie vermutlich energiegeladen gewesen. Aber wir schauen trotzdem mal so. Was haben wir hier? Was ist das hier? Heim des Narwals. Das ist ein Nachtclub. Okay. Und wir haben doch noch einen Nachtclub da. Diskothek Pan-Europa. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Nehmen wir sowas eher altmodisches? Ja, wisst ihr was? Da wir hier in dem Gebiet schon waren, würde ich super gerne mal hier hingehen. Und wir nehmen natürlich die liebe Rachel mit. Und ab geht's. Oh, hier ist es ja total leer. Warum ist es hier denn so leer? Ich lasse die beiden mal eben kurz machen und schaue mich kurz um. Ach, geil. Ja, ich bin wieder mal fasziniert. Wie sollte es anders sein? Und hier steht auch eine Staffelei. Ach, toll. Das ist natürlich supi. So, jetzt möchte ich erstmal schauen, wer treibt hier so sein Unwesen? Ein DJ. Geil. Wer ist das? Kim Wagner. Kim Wagner, können wir uns bei ihr vorstellen? Genre wünschen, freundlich vorstellen. Der David ist auch da und die Dawn. Ach, White Rainbow ist hier der Mixer. Ja, wie geil. Ja, wie geil ist es denn? Oh, hier geht's ja mal richtig ab. Na los, spiel doch mal weiter Musik. Mobiles DJ-Pult. Ja, spiel doch mal weiter Musik. Ich möchte mir gerne was wünschen. Bla, 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 bla. Warum kann ich das jetzt nicht mehr freundlich? Ich möchte mir ein Genre wünschen. Warum geht das nicht? Muss ich hier klicken? Nee, Steuerung, Personal einstellen. Warum geht denn das nicht? Verspotten. Aktionen, einladen zu, Runde bilden. Nein. Oh, Chloe, du zickst da so rum. Ich weiß, dir geht es nicht so gut. Wie wäre es denn? Pass mal auf, wir schauen mal, wo hier die Toiletten sind. Da sind die Toiletten. Dann gehst du vielleicht erstmal zum Klo. Das ist ganz gut. Und was haben wir hier oben noch? Noch mehr Toiletten? Da kann man sitzen. Okay. Chloe, dann geh doch auch. Dann quatsch da doch nicht so lange rum. Und dann hoffe ich, dass man sich hier bei dem White Rainbow vielleicht irgendwas bestellen kann. Was haben wir denn? So Essen bestellen, Getränk bestellen. Lieblingsgetränk, Getränk bestellen für. Hat der nicht mal irgendwie Malzbier? Hat der keinen Kaffee? Was ist das denn? EA, PA, was auch immer das ist. Okay, ich hoffe, das ist irgendwas mit Kaffee. Das wäre total toll. Ah, jetzt ist sie energiegeladen. Was für coole Typen hier abhängen. Wer bist du denn? Jacon Le Chic? Aha. Okay. Ach, wie cool. Ich würde mich nur freuen, wenn hier mal ein bisschen mehr Musik gespielt wird. Die Dawn quatscht die DJ da jetzt gerade voll. Aber irgendwie spielt die gerade keine Musik. Das ist traurig. Na, Chloe, ganz so toll sieht's ja nicht aus mit deiner Energie. Wow! Jetzt aber! Jetzt geht's los! Boah, nice! Rachel, komm mal hier hin! Tanzwettbewerb, Mut präsentieren! Armcharm, ja bitte. Rachel, komm hier hin, hör auf zu quatschen. Ich möchte jetzt den Armcharm sehen. Armcharm sehen, ich kann halt überhaupt nicht reden, es tut mir leid. Na komm schon, zeig uns, was du kannst. Zeig uns, was du kannst. Ich möchte den Armcharm sehen. Armcharm. Rachel, was ist los mit dir? Move vorführen. Ja, der Tod ist auch hier. Wie geil war das denn? Oh, er feiert das total. Ja, cool. Ja, geil. So, Moment. Dann muss ich dann immer hier klicken. Tanzen, Steuerung. Nee, ich muss auf die Tanzfläche klicken. Tanzwettbewerb. Oh, wie geil. Ja, von mir aus. Mir ist ganz egal mit wem. Ulrike Faust. Ja, gerne. Vermutlich tanzt sie besser als Rachel, aber trotzdem macht mal so ein Tanzbattle. Ah, los geht's, ab auf die Tanzfläche. Möchte sie das nicht? Tanzwettbewerb, ich habe das Gefühl, nur sie tanzt gerade. Was ist los mit dir? Mach doch den Tanzwettbewerb, die Abtrünnigen. Oh, dazu gehört sie. Aber irgendwie ist das hier nicht gerade ein Tanzbattle. Haha. Warum will sie nicht zuschauen? Warum möchtest du denn kein Tanzbattle machen? Tanz.
Tanzwettbewerb. Dann versuche ich das mal. Nee, Chloe ist so müde. Dann vielleicht mit Dawn. Geil! Rachel ist so übelst die Partymaus. Oh, das sieht aus, als hätte sie Bock, oder? Das sieht gut aus, Leute. Wow. Ich finde das lustig. Hooper Yibs. Also Rachel geht gerade ziemlich ab, ne? Es tut mir leid für Chloe, weil es ihr nicht ganz so gut geht. Oh, jetzt schaut sie auch zu. Es tut mir wirklich ein bisschen leid, aber trotzdem. Sie tanzt auch. Geil. Das ist echt witzig. Das ist echt geil. Ist das denn jetzt immer noch... Ach, das war jetzt schon der Tanzwettbewerb. Okay, was können wir noch machen? Tanz in der Runde. 1, 2, Wechselschritt. Ja, gerne. Gerne. Was ist Tanz in der Runde? Ich lasse Chloe vielleicht auch mal einen Tanz in der Runde machen. Tanzen. Geil. Alter, Hammer. Hammer. Der Tod guckt sich das ganze Spielchen auch an. Oh, mega, Leute. Ich werde meine ganzen Folgen nur noch hier verbringen, glaube ich. Das ist mega cool. Chloe, du bist so müde. Mir tut das unendlich leid. Weißt du was? Kannst du dich vielleicht nach oben hinlegen? Kann man sich hier hinlegen? Nee, doch, Nickerchen machen. Chloe, weißt du was? Mach da mal ein Nickerchen. Das ist schon in Ordnung. Und Rachel tanzt einfach die Nacht durch. Ja gut, du hast ein bisschen Hunger. Die Blase drückt auch. Aber sie hat anscheinend voll Bock, ne? Mhm. Ja, cool. Können wir uns denn jetzt hier mal was wünschen? Wie habe ich... Ah, jetzt geht's. Genre wünschen. Remix, Noise, Machine, House, Hip-Hop, Grooving. Mach mal Hip-Hop, bitte. Wünsch dir mal Hip-Hop. Brechen wir mal kurz. Hat sie sich das jetzt gewünscht? Sie soll ja nicht plaudern. Ah, das ist dann wohl Hip-Hop, oder? Kannst du jetzt noch andere Moves? Nee, du kannst erstmal nur den Arm-Charm, ich kann dieses Wort nicht sagen. Dann tanzt doch einfach mal noch ein bisschen. Ach, cool. Vor allem finde ich das super witzig, dass der Tod auch hier ist. Boah, was für coole Bilder, ne? Ich muss mal eben kurz hier die Wände einblenden. Oh, mir ist mal wieder das Spiel abgestürzt. Hey, das kam mir schon lange nicht mehr vor. So, da bin ich auch schon wieder. Oh, Rachel muss zur Toilette. Dann geh mal ganz schnell. Und Chloe macht da oben immer noch ihr Nickerchen. Ja, das ist auch in Ordnung soweit. Das füllt sich hier auch nur ganz langsam, die Leiste. Aber schön, dass so viele Sims da sind. Wobei, in so einem Club könnten das eigentlich sogar noch mehr sein, finde ich. Das ist hier richtig... voll ist, wie man so schön sagt. Warum gehst du nicht zum Klo, meine Liebe? Verwenden. Was? Ach, das ist die Männertoilette, wie hier auch? Wo ist denn hier die Damentoilette? Wenn das die Herrentoilette ist? Ach, hier hinten. Nee, was? Moment, wo ist denn hier die Damentoilette? Was? Moment, ich muss noch mal eben kurz die Wände einblenden. Da steht doch gar nichts dran. Warum kannst du da nicht hin? Was ist denn hier los? Ist denn oben noch... Ach, natürlich, hier oben sind die Damentoiletten. Klar, ach, das ist ja doof. Das ist ja echt doof. Ich habe hier gerade genau da die Alessa gesehen. Oh, das hier wäre auch voll der romantische Platz, ne, um einfach mal ein bisschen zu sitzen und zu plaudern. Die orangene Rainbow läuft da hinten weg. Oh, was haben wir denn hier? Die Carla Creep und ein Schachspiel. Kann man hier wohl richtig spielen? Zusammen hier hingehen. Nee, das sieht nur so aus, ne? Das sind ja auch Büsche. Okay, ich dachte, das wäre so ein überdimensional großes Schachbrett, wie man es aus Parks oder so kennt. Oder Schwimmbäder, also Freibäder haben sowas auch, glaube ich, manchmal.
So, ihr macht die Nacht zum Tag, ne? Total die Party-People hier. Du willst Chips nehmen. Okay. Ach, jetzt haben wir hier den pinken Rainbow. Der ist hier auch Mixer. Ich finde das super, dass diese ganzen coolen Typen, die ich erstellt habe, überall die Mixer sind. Wir hatten den grünen Rainbow auch schon bei der Hochzeit als Mixer. Finde ich total toll. Rachel kommt irgendwie nicht vorbei. Ja gut, dann bestell dir vielleicht noch mal einen Drink. Baldroga? Und dann wird noch ein bisschen getanzt, aber ich glaube, dann wird es wirklich Zeit, nach Hause zu gehen. Wir können ja hier nochmal ein bisschen mit den Leuten plaudern, freundlich vorstellen. Sie wollte ja leider kein Tanzbattle mit uns. Oh. Und ich überlege gerade, ob ich tatsächlich mal eine Gruppe erstelle. Einfach eine Gruppe für so, ja, ich sag mal, oh, was? Mit Handy in der Hand? Für so coole Rentner. Sag ich jetzt mal. Verrückt anfunkeln. Tag für Schönern. Ja, wir können ja mal wieder ein bisschen mit dem Tod plaudern. Jemanden parodieren. Dass ich einfach mal schaue, Gruppen. Einer Gruppe beitreten. Nee. Nee, ich wollte mal eben schauen. Gruppe erstellen. Offene Einladung. Nur Eingeladene. Ja, die Sache bei der offenen Einladung ist, dann kann jeder rein, ne? Nur Eingeladene. Wir machen mal eine Gruppe und nennen sie. Rüstige Rentner, Rentner, Rabauken. Doof. Rüstige Rentner, Rabauken. Und als Beschreibung mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Pünktchen, Pünktchen. So, nur Eingeladene. Ja, nee, wir können ja schon eine offene Einladung machen und dann dementsprechend einfach diese Vorgaben ein wenig ändern, allgemeine Orte, Treffpunkt der Gruppe. Treffpunkt der Gruppe verwalten. Oh nee, Café, das ist ja langweilig. Ein beliebiger Nachtclub, natürlich. So bestimmter Ort, nee, das nicht. Wir machen natürlich einen Nachtclub. Und in der Gruppe ist natürlich die Rachel. Kate, was ist mit deiner Frisur passiert? Warum können wir Chloe nicht auswählen? Warum können wir Chloe gerade nicht auswählen? Ich möchte Carla Creep auf jeden Fall drin haben, das ist klar. Zumindest die Rentner Carla Creep. Warum können wir Chloe nicht auswählen? Das ist ja doof. Vielleicht, weil sie gerade schläft. Dann nehmen wir erstmal nur Carla. So, die Anforderungen, Mitglieder, Qualifikationen. Ja, ja. So, das Alter. Auf jeden Fall nur Senioren. Können wir mal eben diese Tipps hier wegmachen. Nur Senioren. Und das reicht doch soweit, oder? Die zweite Anforderung, ich weiß ja nicht. Karriere, Familienstand, nee, ich glaube, das ist egal. So, Gruppenaktivitäten. Was wird denn hier in dieser Gruppe gerne gesehen? Was wird hier gerne gesehen? Natürlich Tanzen, Spiel und Spaß, sozial. Wo haben wir denn Tanzen? Haben wir das hier überhaupt? Sozial ist ja wohl nicht unbedingt Tanzen, oder? Rumalbern, schelmisch sein, ist natürlich auch cool, gemein sein. Draußen Unfug. Häusliche Aktivitäten, was sind häusliche Aktivitäten? Objekte reparieren, oh ja, ganz bestimmt. Unfug und Chaos, Hacken. Das ist natürlich... Oh, Alienkräfte verwenden. Das ist ja geil, wir nehmen einmal Alienkräfte. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Kunst und Musik, da ist es doch. Dann wird Tanzen natürlich gerne gesehen. Und dann wird auch DJ sein gerne gesehen. Und haben wir noch etwas Geige spielen? Nö, nö, nö. Wir sind ja die rüstigen Rentner-Rabauken. Wir stehen auf Aliens und Musik und Tanz. So, was wird bei uns nicht gerne gesehen? Geige spielen. Oh, das möchte ich auch so gerne machen. Weg das Lama nicht, ne? Werden wir definitiv in einer der nächsten Folgen. So, was wird bei uns nicht gerne gesehen? Brüllen, Hacken? Nee, das fände ich alles super lustig. Fernsehen im Internet surfen. Säubern wird bei uns in der Gruppe nicht gerne gesehen. Einfach, weil wir da als Rentner keine Lust mehr drauf haben. Oh, stimmt, wir können ja noch ein Bild wählen. Was passt denn zu uns? Ja, das hier natürlich. Okay. So, Glückwunsch. Rachel hat erfolgreich die Gruppe Rüstige Rentner-Rabauken erstellt. Jetzt wird es Zeit, neue Mitglieder anzuwerben und die Stadt zu erobern. Ja, sehr gerne. Und es hat sich schon wieder aufgehängt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Die Folge ist leider wieder ein wenig kürzer. Beim nächsten Mal wieder Schneemod rauswerfen und dann hoffentlich ohne Abstürze weiterspielen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.